Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Need for Speed Unbound Let's Play Video. Ja, das ist das zweite Video. Ihr habt hoffentlich alle das erste Video gesehen und ich mache das wieder wie im ersten Video. Ich schneide hier gar nichts. Alle Versprecher bleiben drinne, alle Verhaspler bleiben drinne. Alles, was ich verkehrt mache, das bleibt alles drin. Ich hoffe, die Hintergrundmusik ist nicht zu laut. Im ersten Video habe ich die nicht drin gehabt. Ich hoffe aber, dass das in Ordnung ist, so wie es ist. Und so, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Auto doch mal an. Hier sind wir nämlich stehen geblieben. Und ja, jetzt will ich mal als erstes hier die Scheinwerfer betrachten. So, guck mal, Leute. Neue Scheinwerfer kosten schon $2.700. Das soll uns aber nicht davon abhalten, uns das jetzt mal alles anzugucken. Und jetzt Frontstoßstange. Und ja, wir sehen das, wie wir es bearbeiten können. Ich denke mal, das sind die einzelnen Parts des Bodykits, was wir schon im ersten Video gesehen haben. Was ich jetzt natürlich noch nicht anwende. Oh, wir müssen doch wohl jetzt nicht jeden Scheinwerfer einzeln machen, oder? Na egal, guck mal, machen wir hier, warte, da haben wir Frontbleche. Okay, ja, Standard kennt man ja. So, was haben wir da? Vorderräder, will ich noch nicht. Kotflügel. Ja, okay, alles klar. Ja, kennt man auf jeden Fall. So, Motorhaube bearbeiten. Was haben wir denn da Schönes? Ja gut, mit einem Einlass. Das ist nicht so krass. Ich hätte das ein bisschen... Hä? Warte, auf Fenster wollte ich doch. Da, jetzt sind wir auf Fenster. Ah, okay, guck mal. Okay, das ist cool. Sieht ein bisschen übelst genauso aus wie in Forza Horizon 5. Okay. Ja. Aber kennt man... Wie soll man es denn sonst machen, ne? Also. Können wir bearbeiten... Oh, warte mal. Kostet das gar nichts? Fenster bearbeiten. Okay. Ich mach mal schwarz. Angewendet und kostet wohl nichts. Ja, sehr nice. So, Außenspiegel. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier Schönes haben. Okay. Bisschen sehr klein, oder? Bisschen sehr klein zum Gucken. Ja. So. Weiter. Kotflügel haben wir schon gesehen. Warte. Da unten Seitenschweller bearbeiten. Ja, auf jeden Fall sehr nice. Das hat ein bisschen Ferrari-Look, ne? Das muss weg. Das muss weg auf jeden Fall. So. Weiter geht's mit dem Heckkotflügel. Und ja, das gleiche wie vorne. Und was haben wir noch außer Räder? Räder gucken wir uns gleich an. Heckleuchten bearbeiten. Oha. Wie kann ich das jetzt... Wie kann ich jetzt auf Dreieckwagen ansehen? Oha. Das wird ein bisschen komisch aussehen, oder? Hä? Ich finde, das passt überhaupt nicht, Leute. Guck mal, ohne Witz jetzt mal, ne? Passt das? Ich finde, das passt gar nicht. Hä, das ist voll merkwürdig mit den schmalen Scheinwerfern. Genau, guten Morgen, ey. Rückleuchten. Ihr wisst, was ich meine. Das sieht echt merkwürdig aus. Nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Also, nee. Keine Ahnung, wer sich da... Nee, keine Ahnung. Ja, das ist cool. Hä? Das kostet sogar nichts, ey. Wir können einfach aus Just for Fun die Heckstoßstange abnehmen. Wie geil. Das habe ich bei den anderen Sachen gar nicht gesehen. Geht das bei den anderen auch? Nee, bei den anderen geht es leider nicht. Ich lasse das mal ab. Ich finde das witzig. So, können wir oben die Pommes-Theke. Ja, Spoiler können wir auch individuell bearbeiten. Jo, guck mal, eine Glasscheibe. Läuft. So Plexiglas, wa? Boah, was für riesen Pommes-Theken. Warum hat man das denn früher so gemacht? Ach ja. Ja, der ist okay. Der Spoiler ist okay, den kennt man auch original. Ja, der ist okay, der darf drauf. Ja, der darf natürlich drauf. Der ist sogar verwendet. Und, ja. Naja, da wir aber erst $3.000 haben, will ich hier noch nichts verwenden, außer das Original zu lassen. Und dann will ich jetzt mal... Genau, jetzt gehe ich mal auf die Felgen. Warte mal, vorne oder hinten? Hinten sind sie... Tiefbett und vorne Standard. Komm, dann gucken wir uns mal die Hinterräder an. So, was haben wir da? Bremsscheiben, Bremssattel, Felgen und Reifen. Ganz in Need for Speed Heat Manier. Und dann will ich noch mal gucken, verwendet. Alles klar. Ja, okay. Wenn wir uns das jetzt mal hier in der Ansicht angucken. Das geht auf jeden Fall klar. So gefällt mir das Tuning auf jeden Fall. Ich will jetzt natürlich nicht zu lange hier mit den Felgen rumödeln, aber das macht auf jeden Fall Spaß.
Und ihr könnt sehen, individuelles Tuning funktioniert auf jeden Fall. Und dann können wir danach auch noch auf die Reifen gehen. Und zwar haben wir gerade drauf den Street Stock Reifen. Klassischer Hot Rod. Alter. Und dann haben wir hier natürlich verschiedene Toyo Reifen und so weiter. Also wie ihr das wollt. Alles individuell bearbeitbar. Warte mal, da war was mit Dreieck. Was war da? Achso, Wagen ansehen. Ja, okay, alles klar. Das war ganz normal Wagen ansehen. Bremssattel bearbeiten. Oh, die Miniaturansicht ist aber schön. Die gefällt mir. Das ist schick. Das haben sie gut gemacht. Das finde ich gut. Der hier oben rechts, so 1500, der ist schon sehr geil. Von Brembo. Der gelbe natürlich auch, aber ja. Und jetzt Bremsscheibe bearbeiten. Hä, ich will immer mit dem Kreuzer runtergehen, ne? Geht aber nicht bei... warte, ich zeig's gleich. Okay, halt Bremsscheiben, ne? Was soll man dazu sagen? Keramik, geschlitzt, die würde ich natürlich wieder nehmen, aber noch nicht genug Kohle. So, und da jetzt, guck mal, hier. Ah, doch, jetzt geht's. Hm, okay, dann war es am Spacken. Ich wollte drücken, oder ich war einfach zu voreilig. Warte mal. Bremssattel. Zack. Ah, genau, da ist nämlich. Man geht auf Bremssattel zum Beispiel. Dann geht man, warte, dann geht man raus und wenn man sofort drückt, passiert nichts. Man muss eine Sekunde warten und dann kann man. Deswegen habe ich gedacht, das geht nicht und mit analog würde es, ne? Also hier. Deswegen dachte ich das, aber alles klar, es spackt nur ein bisschen. Aber hey, das Spiel kam gerade erst raus, also alles cool. So, was haben wir denn da noch? Bodykits? Was haben wir denn bei Stands? Da können wir doch mal die Höhe ändern. Ach, ist das schön. Sehr, sehr nice. Sturz vorne, guck mal. Können ja jetzt mal so richtig eskalieren. Ein auf Need for Speed Heat hier machen. Ey, guckt euch das mal an. Was für eine Eskalation. Okay, wir wollen aber nicht zu heftig übertreiben. Wir gehen mal auf Mitte und den Wagen legen wir tiefer, auf jeden Fall. Aber, warte mal. So, da geht er raus. Ich weiß noch nicht so genau, wie der Wagen sich hier verhält, wenn wir das machen. Aber ich werde es auf jeden Fall anwenden. Und gehe hier erstmal raus. Lackierung und Folie. So, da wollen wir nochmal gucken. Folie bearbeiten. So, alles andere ist noch gesperrt. Lackierung und Folie. Bei Folien haben wir... ah, okay. Selber Folien wieder erstellen. Das ist doch sehr schön. Alles klar. Da haben wir nichts. Das heißt, wir können selber Decals bearbeiten. Schön in Need for Speed-Manier. Und auch wie in anderen Spielen. Das ist noch schön. Das heißt, wir können wieder alles machen, was wir wollen. Unsere Kreativität ist natürlich hier keine einzige Grenze gesetzt. Das heißt, ich könnte sogar mein eigenes Logo wieder designen. Und das wird natürlich wieder Stunden dauern oder vielleicht 2 Tage, was weiß ich. Aber es wäre auf jeden Fall möglich. So, dann gehe ich da mal raus. Ihr habt es gesehen. So, jetzt Lackierung. Was können wir machen? Wir können den Wagen noch schwarz färben und so weiter. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Der Countach muss weiß, rot oder schwarz sein. Ich weiß nicht. Manche Leute sagen gelb. Gelb geht ja auch klar, aber warte mal. Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Gelbton hier finde. Das ist schon wieder orange. Ja, doch, gelb ist okay, aber... ach, ne. Ne, ne. Also... ne, ne, ne. Boah, ne, blau auch nicht. Grün, ne. Dieses Auto muss schwarz, weiß oder rot sein. Ich lasse den Wagen in diesem Fall rot. Ich verwerfe die Änderung. Bleibe bei dieser Wagenfarbe erstmal. Und gehe nochmal auf Fahreffekte. Tags und Samples. Was haben wir denn bei Samples? Verwendet und verfügbar. Was haben wir denn da? Auspuffsound. Klangfarbe. Da will ich aggressiv haben. Oh, schön. Oh. Ah, das gefällt mir. Das lasse ich so. So, gespeichert. Dann nochmal auf Tags. Ich will die abwählen. Ich will die nicht benutzen. Ich habe das noch nicht so ganz rausgefunden, wie man sie nicht benutzt. Naja, egal. Individualisierungen. Option für Hupe, Neon und Luftfederung. Was haben wir denn hier bei der Luftfederung? Oh, da geht es ein bisschen höher. Okay. Neon.
Alles klar. Sieht natürlich wieder aus wie in Need for Speed Heat, aber das darf und soll ja auch so. Warte mal, das ist am Blinken. Was haben wir denn hier so alles? Ist auf jeden Fall schick. Ist nicht zu überladen, übertrieben. Es beleuchtet nicht den kompletten Boden. Das wäre auch total unrealistisch. Haben sie endlich mal richtig geil hinbekommen. Es beleuchtet die Stellen, wo die Leuchten sind. Finde ich doch sehr gut. Hupe. So, wie kann ich jetzt hupen? Alles klar, Dreieck. Okay. Okay, komm, lassen wir das. Ihr habt das Prinzip verstanden. Sonst, ey, was ist los, ey? Ich ödel hier an den Hupen rum. Egal. Okay, Alter. Okay, das war falsch. Ah ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Auspuffsound haben wir gerade gehabt. Ja, Auspuffsound habe ich schon bearbeitet, Karosserie. Wir sind hier, glaube ich, durch und gehen jetzt mal wieder zurück ins Menü. Gehst mal auf Charakter. So. Ändere der Charakter. Modell auswählen. Wie? Nee. Modell habe ich schon. Modell bearbeiten. So, jetzt können wir den individuell bearbeiten. Ach, cool. Eigentlich... Ach, keine Ahnung. Irgendwie... Wobei, das ist ganz cool. Verfügbar. Mache ich mal. Kostet ja nichts, oder? Ja, sehr gut. Erstmal aufpassen, dass nichts kostet. So, Kopf. Au. Ich habe doch eh eine Cappy auf hier. Der bleibt Cappy-Träger. Das soll auch so sein. Was haben wir denn hier für Palace? Palace als Marke. Ja, okay, alles klar, läuft. Versace. Fila. Alpha Industries. Was haben wir denn hier noch so? Boomer. Vans gibt es. Wollen wir doch mal gucken. Okay, nur die eine Jacke. Wobei, die ist voll geil irgendwie. Hey, die ist mega. Okay, Trophäe erhalten. Cool. Modisch, logisch. Sehr nice. So, die Jacke ist geil. Die ist auf jeden Fall sehr schick. Warte mal, dann gehen wir doch mal hier. Schuhe. Alles klar. Ja, die. Oder die. Ich nehme... Nein, warte mal, die kosten 100. Scheiß drauf. Nehme ich einfach. 150. Die erste Geldausgabe im Spiel. So, dann haben wir hier. Ja, auch sehr geil, aber ich bleib bei der Jacke. So, was haben wir hier? Hemd. Das ist ein bisschen zu kurz, ne, Kollege? Warte. Ach, nein. So, wo waren wir hier? Da. Weil das Hemd voll klar geht, ne? Huh, komm her damit. So, das geht voll klar. Vans hatten wir schon. Palace. Nee, danke. Oh, die ist auch cool. Nein, ich bleib erstmal bei dieser Jacke. Okay, verschiedene Hemden. Aber nee, ich bleib erstmal bei dem Style. Wo war ich jetzt? Hä? Viel zu weit unten. Da. Nee. Oh, dass er immer wieder auf oben links springt. Das nervt ein bisschen. Oh, wobei die NASA-Jacke ist richtig geil, ey. Oh, ohne Witz, ne? So ungefähr in diesem Stil suche ich die in echt. Ich will diese NASA-Jacke haben und ungefähr genauso habe ich die gesehen bei irgendeinem YouTuber, englischsprachigen. Ich fand diese Jacke so geil, dass ich gesagt habe, die NASA-Jacke muss ich haben. Ich habe sie aber leider nicht gefunden. Also nicht genauso, wie er sie hat. Das war voll das geile Ding. Oh, dass er immer wieder auf oben links geht. Fila, jetzt pass mal auf, ich gehe auf Fila, dann gucken wir uns die ganzen Sachen an. Jetzt drücke ich raus und wir sind wieder oben links auf alle Marken. Das nervt ein bisschen. Versace. Oh, Alter, was für eine Jacke. Schon geil, aber nein, nehme ich nicht. Auch nicht. Warte mal, kann man von oben nach unten? Ne, geht nicht. Dann Namilia. So. Ne, auch nicht. Ah, Cappies, endlich. Falsche Farben. Gibt es noch andere Cappies? Ah, nee.
Ja, das war's. Okay, dann bleibt da bei der bunten Cappy. Ist eigentlich jetzt nicht so geil, aber egal. Ich lasse es so posen. Oh, das ist schon cool. Warte. Ja, hat auch was. Ja. Nee. Wisst ihr, was ich cool finden würde? Wenn er so machen würde. Also hier, er kommt so an und macht so und dann irgendwie sowas. Das würde ich cool finden. Das nehme ich. Oder das. Das nehme ich. Oder willst du was? Ich mache auch immer den hier. Immer. Auf Fotos, wenn jemand ein Foto will, ich mache immer den hier. Oder ich zeige auf die Person, aber immer den hier. Das nehme ich. Das ist gut, das nehme ich. Ich habe mich entschieden. Okay, alles klar. Charakter ist angepasst. Dann gehen wir auf Spielen. Nachts erhältst du durch Events häufig größere Gewinne, aber deine Fahndungsstufe könnte schneller steigen. Deine Fahndungsstufe vom Tag wird übernommen. Daher musst du sie im Auge behalten und deine Sitzung sorgfältig planen. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Wenn du nachts in die Garage zurückkehrst, wird deine Fahndungsstufe zurückgesetzt. Ah, okay, alles klar, sehr cool. Wie ein Heat im Prinzip also. So. Alles klar. Hier haben wir das Autobahnnetz. Das heißt, ich muss jetzt trotzdem dahin. Was anderes habe ich noch nicht frei. Also Events ansehen. So. Geringes Risiko. Das sind jetzt neue Events, ne? Alles klar. Oh, da haben wir einen Rundkurs, glaube ich. So, dann wollen wir doch mal dahin juckeln. Speedrennen und Straßenrennen. Ein Straßenrennen durch Lakeshore-Zentrum und Vororte mit scharfen Kurven und engen Straßen. Darüber wird man noch lange reden. Ein Lakeshore-Klassiker. Teste deinen Wagen auf den Geraden. Gib Gas, bis du so richtig über die Straßen rast. Los geht's. Ja, dann 4000 und Startgeld 0, Startgeld 4000. Oh, ja, dann kann ich ja noch gar nicht. Läuft. Da muss ich ja erst das machen. Garage verlassen. Los geht's. So, ich bin gespannt. Hey, achte auf Cops. Wir haben die Suche nach uns noch nicht aufgegeben. Wenn wir in den Abendnachrichten auftauchen, achtet Rydell aus. Hey, wäre doch gute PR für die Werkstatt. Oh, ich hätte abbiegen müssen. Okay. Nach dem Rennen? Nach dem Rennen? Nein, nach Rydells. Du kannst dort nicht ewig arbeiten. Hab nie drüber nachgedacht. Ich wollte nur aus dem Pflegesystem raus. Rydells Rides ist genau der richtige Ort für mich. Er war wirklich gut zu uns. Ja, das war okay. Ehrlich gesagt, der stabilste Ort, an dem ich bisher war. Aber manchmal, weiß nicht, ist da dieser Gedanke im Hinterkopf. Wir haben einen Ort. Einen guten Ort, an den wir gehören. Und wir haben einen Plan. Gewinn. Oh, wir werden gewinnen. Ohne Ende. Und wir haben einen Plan, sagt er. Und sagt dann Gewinn. Das ist logisch, oder? Hey Kiddo, ist Jas da? Yo, was ist? Hast du mal eine Rohrzange gesehen? Jetzt aufpassen, damit ich nicht wieder da reinknalle. Genau. Diesmal hat's geklappt, ohne in den Wagen reinzuknallen. Rivalen-Event. So, was haben wir denn bei Rivalen? Cyril Heights. Okay. Kommen wir in den Treffpunkt. Rivalen oder Events? Ich klicke mal auf Rivalen. Rüdiger! Moin! Was geht denn, Rüdiger? Du siehst aus wie ein... wie ein Rüdiger. Okay, alles klar. Erwarte nicht, dass du mit dem in Berlin geborenen ehemaligen Mitglied Rüdiger... erwarte nicht, dass du dich mit dem... Okay, wir freunden uns halt nicht an. Seine dubiose Vergangenheit und sein streitlustiges Temperament bilden eine gefährliche Kombination. Wenn du ihm auf der Straße begegnest, ob mit Auto oder ohne, solltest du dich immer auf etwas gefasst machen. Mit Auto oder ohne? Was ist denn damit gemeint? Wir können doch nicht wie in GTA durch die Straßen laufen. Dann schreib das nicht. Alter 22. Ach so. Ah, Obi. Hallo. Maya. Tasha. Eleanor. Eleanor fährt einen Porsche. Falsches Auto.
Varu, ja, und Varu, alles klar. 19, 23, 28, 23, 27, 20 und 22. Alles klar, das sind also Rivalen. Ah, schöner Porsche. Geiles Auto. Oh, schönes Auto. Wunderschönes Auto. So, aber ich gehe erstmal direkt auf Event. Und das starte ich auch. Schick sieht's aus. Shopping-Tour. Alles klar. Boah, das sieht aber schön aus. Ich habe noch nicht geprüft, ob man es überspringen kann, aber gerade finde ich es einfach nur geil. Oh, weißt du Bescheid, Rüdiger? Ich muss sofort an Rüdiger aus dem Video denken, ey. Nicht so tief, Rüdiger. Warte, warte, warte. Würde ich das Video jetzt zusammenschneiden, würde ich den kurz hier einbauen als Meme. Nicht so tief, Rüdiger. Oh. Junge. Ey, man kann die nicht mal ein bisschen wegrammen? Junge, los. Wo kommt ihr denn her? Lull. Hey. Ich wollte doch gerade driften. Was soll das denn? Natürlich geht's jetzt los hier. Ja, geil. Alles klar, verstehe. Da war Überqueren eh verboten. So, so langsam kommen wir der Sache jetzt ein bisschen näher, ne? So, jetzt habe ich Nitro verballert. So, okay. Sehr gut. Driften füllt Nitro auf. Das finde ich gut. Los geht's. Hallo, Cops. Was geht, Cops? Haha, moin, Cops. Schön hier durch. Aber 80% sind gefahren. Das ist immer noch mein. Nein, Checkpoint verpasst. Mist. Streife hier, wir nehmen die Verfolgung auf. Was war der denn da? Ist ja geil, ey, habt ihr das gesehen? Wir nehmen die Verfolgung auf. Nee, ist klar, ey. Ist das ein Witz oder ist das ein Witz, Leute? Ist das geil, ey. Ist das geil. Wir nehmen die Verfolgung auf. Klatsch, hing sie fest. Ist ja geil, ey. So, Belohnung. Oh, Verhandlungsstufe ist gestiegen. Sehr nice. So muss das. Verfolgungsjagd wird fortgesetzt. Mach dich bereit. Alles klar. Wir müssen das erste Mal den Cops entkommen. So, gibt es hier Abkürzungen? Yes, hier gibt es Abkürzungen. Sehr schön. So gehört sich das ja auch, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Also hier kenne ich natürlich keinen Hafen oder so, wie in Heat. Ich kenne hier ja natürlich noch gar nichts. Alle Einheiten, Subjekt flieht Richtung Douglas Park. Alles klar. Das ist cool. Du entkommst. Sehr nice gemacht. Sehr cool. Gefällt mir. Und entkommen. So, was mache ich jetzt? Ab ins Versteck, würde ich sagen, oder? Ah, alles klar. Da unten ist ein Kopf. Dein Ernst? Der wäre durchgedreht. Haha, du weißt, er war früher noch heftiger drauf. Okay. Er doch nicht. Er macht immer alles nach Vorschrift. Nur Familie zählt, Kiddo. Sehr schön. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. So, einmal auf die Karte. Dann, nein. Ich will einen Wegpunkt setzen. Bewegen, zoomen, schließen. Auswählen? Nee. Ich muss noch nicht auswählen. Ach, da unten ist die Garage. Alles klar. Heute hat echt Spaß gemacht, yes. Ich weiß nicht, ob ich schon zurück will. Doch, doch. Gehen wir mal in die Garage zurück. Und. Wow! So macht das Spaß. Alles klar. Nitro mal ein bisschen testen. Nitro-Management.
Also, was machen wir? No, 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 da ist ein Kopf. Nein, 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 nein. Weiß auch nicht. So einen großen Stadientouren, ausverkaufte Gigs, mich von Fans verkaufen lassen. Warum? Was hast du vor? Ist irgendwie komisch. Boah, der hätte mich fast gesehen. Zu sehen, was Rydell aufgebaut hat. Alter. Ich frag mich, ob ich mir sowas hier auch aufbaue. Okay, man muss halt auch gut aufpassen. Jetzt kommt der Daduk. Etwas Größeres als dieses Auto. Ich bin einfach froh, dass wir unser Ding machen. Ich arbeite gerne in der Werkstatt. Teile rausnehmen, Schrauben festziehen. Das ist wieder ein Kopf. Pizzanächte auf dem Sofa. Der Geruch von Benzin. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Rydell, der uns davon überzeugen will, dass die Spins diese Saison gewinnen. Okay. Und ich bin LeBron. Du hast recht. Alles klar, sehr gut. Ganz rausgefunden. Kein Grund zur Eile. Die Zukunft ist wie diese Straße. Hä? Sie liegt vor uns. Ah, Mist. Hä? Lass mich einfach weiterfahren. Jetzt war ich gerade unsicher. Oben oder unten? Aber nein, ist ja unten. So, und ab in die Garage. Garage aufsuchen. Betritt die Garage, um die aktuelle Sitzung zu beenden und dein Geld zu deponieren. Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja. Ach, die Kohle ist mir noch gar nicht sicher. Das heißt, ich kriege das Geld erst jetzt, wenn ich in die Garage gehe. Läuft. Alles klar, das Bild sieht natürlich geil aus. Sehr, sehr nice. So. Rydell, ich habe die ganze Nacht an den Karren gearbeitet. Sehen gut aus, oder? Ja, nicht schlecht. Oh, du musst den Filter entfernen, damit das Ding ordentlich reinpasst. Los, mach schon. Nee, braucht's doch nicht. Ich wäre glücklicher, wenn du einmal was ordentlich machen würdest. Ich musste 3 Autos abarbeiten. Das war viel schneller so. Wir werden ja sehen, was der Kunde sagt. Die Autos gehen heute zurück. Hol dir einen Kaffee. Du siehst müde aus. Mehr hast du nicht zu sagen, nachdem ich die ganze Nacht gearbeitet habe? Ich schnapp erstmal frische Luft, um den Kopf frei zu bekommen. So, sind die beiden fertig mit Reden? Das hoffe ich doch. Denn dieses Video ist auch fertig. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, einen Daumen nach oben, wenn du neu bist. Dann vergiss auf jeden Fall nicht, kostenlos zu abonnieren. Ich finde es jetzt mal raus. Würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.